Obst und es entstehen Obstfliegen und zwar am Tag 2 habe ich 20 Obstfliegen und am Tag 4 habe ich 30 Obstfliegen und ich vermute, dass es das sich um einen exponentiellen, mein exponentielles Wachstum handelt, zumindest eine Zeit lang, irgendwann endet es schon wieder. Und gesucht ist jetzt der Term der Funktion, also y ist gleich c mal a hoch x. Ich brauche also, was ist das c, was ist das a? Ich könnte auch vermuten, dass es eine lineare Funktion ist. Dann hätte ich y ist gleich m, mal ein bisschen größer, so y ist mx plus t. Ja, meistens steht in der Aufgabe da, ob es jetzt exponentiell oder linear gefragt ist. Viel spannender wäre, wenn man sich selber überlegt. Aber jetzt lassen wir das Lineare weg. Und genau, und gehen mal davon aus, dass es vermutlich eine Exponentialfunktion ist. So. Und dann gibt es nämlich zwei Möglichkeiten. Ich möchte beide erklären. Ich kann mit dem x hier, ich kann sagen, ich starte hier mit x gleich 0. Ich kann aber hier auch beim ersten Punkt starten mit x gleich 0. Ich kann sagen, x gleich 0 ist an der Stelle. Das ist das erste und das ist das zweite. Ich rechne jetzt das erste Beispiel durch mit dem verschobenen x, hat Vor- und Nachteile und dann rechne ich das zweite Beispiel durch mit sauber, was ich eleganter finde, was aber vom Rechnen ein bisschen kompliziert ist, mit x gleich 0 am Startwert. Also jetzt mal hier, das alles wieder weg. Also jetzt erstes Beispiel. Ich rechne. So, los geht's hier. Ich sage, nee, andere Farbe, damit man nicht durcheinander kommt. Hier. Also ich lege hier mein xy rein. Ich sage hier x gleich 0, dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5. Und dann haben wir neue Punkte. Also wären wir eigentlich hier, die Punkte hatten zwei dünner, so. Wir hatten ja eigentlich den Punkt 2, 20 und 4, was haben wir, 30? Genau. In meinem neuen roten System habe ich jetzt hier 0, 20 und 2, 30. X, Y, X, Y. Und da will ich hin. Und wenn ich den Punkt P1 und den Punkt hier P2, wenn ich nämlich P1 einsetze, dadurch, dass ich den Startwert habe, habe ich sofort mein C. C ist dann 20. Ich mache das so ein bisschen langsamer. Also 0, 20, XY, XY eingesetzt. Ja, dann habe ich 20 ist C mal A hoch 0, auch irgendwas ist 1. Ja, das ist also 20 ist C mal 1, 20 ist C, Startwert fertig. Wie bei Zinseszins. Ich starte mit 1000 Euro, das ist das C. Okay, das ist das Elegante an dieser Methode. Den ersten Buchstaben habe ich gleich. Und jetzt kommt der zweite Buchstabe, dann muss ich den zweiten Punkt einsetzen. Der zweite Punkt in meinem neuen System. Mal es mal schön rot, ist ja 230 xy, die Funktion. Mal ausführlich, also y ist, den 20er kenne ich jetzt schon, 20 mal a hoch x, po, ja, Platz schaffen doch so schön langsam. So, jetzt xy einsetzen. 30 ist 20 mal a Quadrat dividiert durch 20. 30 durch 20 ist a Quadrat Wurzel. Ja, wenn hier auch 7 wäre, siebte Wurzel 10. Und damit ist a gleich die Wurzel aus 30 Zwanzigstel und die habe ich irgendwo 2,2, glaube ich, war das so schon ausgerechnet. Wo? 1,22. Also gerundet 1,22. Damit habe ich die Funktion y ist 20, ja, 20 mal 1,22 hoch x. Also 22% Steigerung pro Tag. Genau. Und wenn ich jetzt wissen möchte, wie viele Fliegen hatte ich das so, was kommt da meistens? Wie Fliegen habe ich dann nach dem Modell am Tag 10? Muss ich eben, weil ich ja per Tag 2 starte, brauche ich jetzt nicht, also Tag 10 brauche ich f von 8. Ja, ist 20 mal 1,22 hoch 8. Wie viel waren es genau? Ungefähr 98. Ist gleich Platz machen. 9, 8. Und der Tag 0, also der Startwert, dann brauche ich f von minus 2. Also 20 mal 1,22 auf minus 2, ich muss 2 Tage zurückgehen. Und was war der Startwert? 13,4. Es gibt keine 13,4 Obstfliegen, aber das ist ein Modell. Also näherungsweise 13 oder 14 Obstfliegen habe ich ja. Nach dem Modell
Also ich habe ja nur 2 Punkte, aber nach dem Modell habe ich mit so 13, 14 gestartet, bin am Tag 10 ungefähr bei 98 und habe eine Funktion, bei der ich aber wissen muss, dass x gleich 0 Tag 2 bedeutet. Gut, und jetzt kommt das andere. Also jetzt mache ich es mathematisch. Also mir gefällt das andere besser, ein bisschen mehr zu rechnen. Radien. Jetzt, also die gleiche Geschichte, aber ich will bei dem x sauber beim Tag 0 beginnen. Ah ja, doch, noch eine. Das, was ich gerade erzählt habe, ist für Weltbevölkerungsaufgaben sehr interessant. Oft heißt da, 1960 hatten wir irgendwie 30 Millionen in Land X und im Jahr 2000 hatten wir irgendwie 35 Millionen im Land X. Und dann würde ich das X gleich 0 wirklich X gleich 0 auf 1960 legen und nicht auf Christi Geburt. Das passt nicht ins System. Also in dem Fall ist es elegant, das so zu machen. Gut. Und jetzt aber sauber mit x. Also jetzt sage ich, nee, jetzt will ich eine schöne Funktion und so. Und ja, jetzt mache ich mal mein x gleich 0 ist hier. Ja? Da, wo auch t gleich 0 ist, ist x gleich 0. Dann habe ich Punkte. Ja? Also dann habe ich den Punkt 2, 20, den Punkt 4, 30, immer x, y drunter malen und die Funktion nicht c, sondern y gleich c mal a hoch x und einsetzen. 2 Punkte, 2 Gleichungen. Da unten ist noch ein Rest von Feuer. So. Einsetzen. So, erster Punkt, einsetzen. 20 ist c mal a Quadrat und 30 ist c mal a hoch 4. Ich löse, das ist Auflösen, Einsetzen. Ja? Zwei Unbekannte, 2 Gleichungen, Auflösen, Einsetzen. Ich löse hier nochmal nach c auf, also dividiert durch a Quadrat. 20 durch a Quadrat ist c, Klammer setzen und hier bei c einsetzen, auch wenn man in dem speziellen Fall die Klammer nicht braucht, das machen wir grundsätzlich. 30 gleich hier, da. Statt c schreibe ich jetzt 20 durch a Quadrat mal a hoch 4. Und jetzt ein bisschen rechnen, das ist nicht so schlimm. Also wichtig ist jetzt hier sowas wie 3 durch 7 mal 5 ist 3 mal 5 durch 7. Ich kann es hin und her schieben, das heißt, ich kann das a Quadrat, ich kann mir da auch 4 Eintel denken und dann Zähler mal Zähler, Nenner mal Nenner, bei Mal ist das alles super. Da kann ich alles hin und her schieben und ich habe hier 30 gleich 20 mal a hoch 4 durch a Quadrat und das ist auch 2. Ich habe hier 1, 2, 3, 4, da 1, 2 und dann kürze ich die weg und a Quadrat bleibt übrig. Also man kann da Minus rechnen, Potenzgesetze. 2. 30 gleich 20 mal a Quadrat durch 20 Wurzel, das hatten wir oben schon. A ist ungefähr gleich 1,22. Das ist das Gleiche. Der Startwert C ist 20 durch a Quadrat, ist also 20 durch 1,22 Quadrat. So, und C ist jetzt 13,4. C gleich 13,4, also ungefähr. Das heißt, bei dieser zweiten Lösung ist der Startwert nicht 20, sondern 13,4. In der zweiten Lösung habe ich jetzt also y ist gleich 13,4 mal 1,22 hoch x. Und jetzt bedeutet eben, also jetzt, wenn ich jetzt den 10. Tag will, ja, dann mache ich x gleich 10. Das ist jetzt ist jetzt viel schöner. Ja, und dann komme ich wieder auf meine ungefähr 100. Dafür habe ich aber dieses Rechnen mit, also bei der Lösung habe das Rechnen mit 2 Punkten, 2 Gleichungen einsetzen, umstellen. Ja, vorher, wenn ich sage, ich starte beim Tag 2, dann ist das C schon da. Den Startwert habe ich schon. Genau. Und wenn ich jetzt noch Zeit hätte, würde ich linear machen, aber nochmal ein extra Video.